Rosalie muss mich belogen haben. Anders kann es gar nicht sein. Warum lasse ich mich immer wieder von ihr täuschen? Gerade ich müsste es doch besser wissen. Sie will nur eins, Felix. Um ihn zurückzugewinnen, ist ihr jedes Mittel recht. Sie ist und bleibt ein durchtriebenes Miststück. Aber darauf falle ich nicht mehr herein. Felix und ich, wir lieben uns. Das lasse ich mir nicht kaputt machen. Ich muss mit dir reden. Es ist doch nicht wahr, was Rosalie vorhin gesagt hat, oder? Die Wohnung brauche ich mir gar nicht anzusehen. Die ist nichts für mich. Auch wenn sie zentral am Englischen Garten liegt. Trotzdem vielen Dank für Ihr Angebot. Auf Wiederhören. Willst du deine Wohnung in München suchen? Quatsch. Ich bleibe hier. Warum telefonierst du dann mit einem Makler? Das war kein Makler. Das war ein Freund von Werner Saalfeld. Nachdem diese Bagage herausgefunden hat, dass ich die echte Saalfeld bin und nicht diese Ziege, wollen die mich so schnell wie möglich loswerden. Ich hab dich gewarnt. Die empfangen dich nie mit offenen Armen und schenken dir das halbe Königreich. Ich hab gedacht, die hätten wenigstens einen Funkenanstand im Leib. Hier geht's um Geld, Mama. Um sehr viel Geld sogar. Niemand verzichtet freiwillig auf so ein Vermögen. Ich hab gedacht, die akzeptieren die Wahrheit. Immerhin gehört das alles hier ja eigentlich mir. Und jetzt wollen sie mich nicht mal mehr in der Suite wohnen lassen. Bitte reg dich nicht auf, denk an dein Herz. Ich werde um ein Vermögen gebracht und dann soll ich in Ruhe zusehen? Immer noch besser, als einen Herzinfarkt zu bekommen. Ich will dich nicht verlieren. Das wird nicht passieren. Aber so leicht mache ich es diesen Herrschaften nicht, das schwöre ich dir. Emma, ich wurde als Baby weggegeben. Mein Kind soll von Anfang an ein Zuhause haben. Und wenn das bedeutet, dass ich Rosalie auf dem Papier heiraten muss, um an das Sorgerecht zu kommen, dann werde ich das tun. Und was willst du jetzt von mir hören? Soll ich dir meinen Segen für eure Hochzeit geben? Warte, warte, bitte warte. Du wolltest, dass ich mich um das Kind und Rosalie kümmere. Ja, aber damit habe ich doch nicht gemeint, dass du uns aufgeben sollst. Das tue ich auch nicht. Du wolltest eine Beziehungspause. Weil ich keine andere Wahl hatte. Ich war dumm genug, als erstes an das Wohl meiner Schwester zu denken. Aber dass du sie jetzt heiraten willst, das kannst du uns doch nicht antun, Felix. Aber ich gebe uns doch nicht auf. Und wie stellst du dir das vor? Sollen wir uns zu viert ein Häuschen kaufen und nett zusammenleben? Mama, Papa, Kind und Tante Emma? Ich weiß es nicht, Emma. Ich weiß es doch auch nicht. Was soll ich denn machen? Sag du es mir. Ich kann auf das Kind nicht verzichten und das will ich auch nicht. Weißt du, ich habe dich von dem Moment an geliebt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als mit dir glücklich zu sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie weh das alles tut, dann wäre ich nie mit dir zusammengekommen. Emma, das tut mir leid. Ich will dir nicht wehtun. Ich liebe dich. Es gibt keine Chance für uns, Felix. Doch, gib uns nicht auf. Bitte. Ich hoffe, der Spaziergang hat dir gut getan. Ach, wenn ich dich nicht hätte. Danke. Weißt du, was das Beste ist? Du
kommst du mit mir nach München und wir suchen gemeinsam eine schöne Wohnung für dich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bleibe hier. Aber wieso? Wie oft soll ich dir das noch sagen, damit ich meinen Anteil am Fürstenhof einfordern kann? Das führt doch zu nichts. Ich bleibe hier. Ende der Diskussion. Aber zum Hierbleiben brauchst du Geld. Dein Gehalt kriegst du nur noch 3 Monate. Und wie du weißt, habe ich vor kurzem Insolvenz angemeldet. Ich kann dir kein Geld geben. Du hast mir schon Geld gegeben. Ich dir? Dein Sportwagen. Der ist mindestens 90.000 wert. Aber den habe ich dir doch nur überschrieben, damit er vor dem Insolvenzverwalter sicher ist. Und damit gehört er mir und ich kann damit tun und lassen, was ich will. Nein, 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 nicht mein Wagen. Nein. Nein, nicht mein Auto. Ich habe keine andere Wahl, Lukas. Ich muss ihn verkaufen, damit ich hierbleiben und einen Plan entwickeln kann, wie ich an mein Vermögen rankomme. Du weißt, wie sehr mir der Wagen am Herzen liegt. Du bekommst einen neuen, wenn ich mein Erbe habe. Nein, da helfe ich dir lieber mit deinem Plan gegen diese Saalfelds. Ach ja? Und wie? Mir wird schon was einfallen. Mhm. Ich habe da so meine Methoden. Schließlich nicht das erste Mal, dass ich jemanden bei deinem Geschäft auf die Sprünge helfe. Ich dachte, es ist dein Lieblingslied. Jetzt nicht mehr. Ist was passiert? Herr Saalfeld? Ja? Wir wollten noch über die Verpflegung für die Reisegruppe sprechen. Können wir das später machen? Ja, natürlich. Gut. Kann ich irgendwas für Sie tun?